das heimliche Spitzenspiel am fünften Spieltag in der Penny DEL, in der Helios Arena zwischen den Schwenninger Wild Wings und den Eisbären Berlin. Die Mannschaft von Serge Aubin als Tabellenvierter gegen die Mannschaft von Steve Walker als aktuell Tabellendritter. Die Gäste in den weißen Trikots mit dem vierten Auswärtsspiel in Folge und der ersten Möglichkeit durch Marcel Nöbels nach einer knappen Minute scheitert allerdings an Joachim Eriksson. Und das sollte an diesem Abend noch des Öfteren passieren. Die Eisbären kurz vor Ende des ersten Drittels in einer ausgeglichenen Partie. Nochmal mit einer Druckphase Nöbels und dann Blaine Byron mit der Möglichkeit, aber wieder Joachim Eriksson zur Stelle im letzten Spiel gegen Wolfsburg, ja mit dem ersten Shutout der Saison. 0:0 nach 20 Minuten, die Mannschaft von Steve Walker schon mit 16 Treffern in dieser Saison. Es war ja lange Zeit das große Problem der Wild Wings, das Tore schießen. Und das sollte dann im zweiten Drittel funktionieren. Daniel Pfaffengut, 30. Minute mit der Führung. Beul bringt die Scheibe aufs Tor, die wackelt dann irgendwie durch Hildebrand hindurch. Und Pfaffengut sagt Dankeschön, die nicht unverdiente Führung, weil auch die Wild Wings eine gute Partie ablieferten. Und sie legten nach mit dem zweiten Treffer. Tyson Spink, 37. Minute, das 2:0 für die Gastgeber. Zweiter Saisontreffer für Spink. Und auch da sieht Hildebrand im Tor der Eisbären ein wenig unglücklich aus. Die Führung für die Wild Wings also nach 40 Minuten. Und die Eisbären kamen nochmal zurück. Sie setzten alles auf Angriff. Klasse Pass von Ronning auf Blaine Byron. Der Anschlusstreffer. Nur noch 2:1. Super Pass von Ronning. Und dann Byron mit seinem dritten Saisontreffer. Der Neuzugang bringt die Eisbären wieder in Schlagdistanz. Und die Chance zum Ausgleich, sie war da. Melchiori mit der Möglichkeit, aber einmal mehr Joachim Eriksson im Tor der Wild Wings. Noch knapp 8 Minuten zu spielen. Dann mal wieder ein wenig Entlastung für die Schwenninger. Huss über außen und dann ist Alexander Karatschun da und der macht das 3:1. Sein vierter Saisontreffer. Super vorbereitet über Huss, der über außen vors Tor zieht. Und dann Karatschun in der 53. Minute mit der Entscheidung. Fragezeichen. Natürlich die Eisbären in der Schlussphase nochmal alles nach vorne geworfen. Aber die Wild Wings bringen es über die Zeit. Daniel Pfaffengut mit dem Empty Netter. 15 Sekunden Verschluss. Zweiter Treffer für Pfaffengut. Und der Schlusspunkt in einer starken Vorstellung der Wild Wings. Schwenning hat ein paar Tore mehr geschossen. Ich glaube, in Überzahl hätten wir ein paar Situationen nutzen können. Und ich glaube auch, dass das Quäntchen Glück eventuell heute auf der Schwenninger Seite war. Haben Scheiben zum Tor geworfen, was natürlich auch harte Arbeit ist. Und dennoch haben wir dann auch die Bounces bekommen. Ja gut, ich denke, die ersten 10 Minuten, die waren klar auf Berliner Seite. Ich denke, die sind rausgekommen wie die Feuerwehr. Die hat es gegolten zu überstehen. Ich denke, der Jocki hat heute ein unglaubliches Spiel gemacht. Nicht umsonst gehört er zu den besten Torhütern. Wenn nicht, ist er der beste Torhüter zurzeit in der DL. Und ja, und dann sieht man, wenn man mit 4 Reihen komplett durchgeht, jede Reihe ist wichtig bei uns, das Unterzahl, die Special Teams sind wichtig, dann gewinnt man auch so Spiele. Die Schwenninger mit dem 4. Sieg im 5. Saisonspiel setzen sich im oberen Tabellendrittel fest und feiern den 3. Heimsieg in dieser Saison. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.